Ja, liebe TZ Online, User, Merkur Online, Freunde, wir sind wieder mal beim Training in Estepona. Das Vormittagstraining läuft seit exakt einer Stunde und 10 Minuten. Wir haben wieder einen Fan heute zu Gast, mit dem wir uns ein bisschen unterhalten über die aktuelle Lage, über die Situation mit dem Investor, der sich ja mittlerweile mit Nietzsche-Zitaten zu Wort meldet und die 50+1-Regel auf dem philosophischen Weg abschaffen will. Heute habe ich zu Gast den Pöchtl Toni, Löwenfan seit 40 Jahre. Und sind, glaube ich, zum 6. Mal mit dabei, oder im Trainingslager? Was hast du aktuell von der Truppe gefunden? Also von der Truppe selber, es ist sehr intensiv, das Trainingslager. Also fällt mir schon auf, dass gegenüber den letzten Jahren viel gemacht wird und dass ein bisschen das gemacht wird. Und unsere sportliche Leitung hat schon mal gesehen, dass wir so einen Mailmann her und dann eine Rolle der Kreuze. Auch die Co-Trainer. Das ist ein Respekt. Also da bin ich dann schon optimistisch, dass das Eier dann noch funktioniert. Vor allem, wenn man sieht, dass jetzt Leute dazugekommen sind, die im Vergleich zum vorigen Jahr einfach eine ganz andere Erfahrung haben, auch in der Liga und die Sprachsprecher direkt integriert werden, wenn man dazu schaut, Mausberger, Wölders, sind ja schon Teil der Mannschaft, kann man sagen. Ja. Also waren ja die Karlsruher auch da und die haben selber gesagt, da kriegt es einen richtig guten und da bin ich ja sehr optimistisch, dass der Oliver Schweizer das auch weiß, was er da tut und gemacht hat. Also macht er einen sehr guten Eindruck. Auf was hofft ihr jetzt noch? Wie viel sollen wir dazukommen, damit ihr ruhig schlafen könnt? Ja, nach vorne wäre es halt vielleicht noch wichtig, dass wir nach vorne noch was kriegen. Oder einen guten Sechser noch. Mhm. Ja. Der Mölders ist natürlich auch einer, der mit Sicherheit unsere Tore machen wird. Aber vielleicht noch einen Offensiven, der wohl ein bisschen spielerische Elemente reinbringt. Ja, da muss eigentlich bloß der Investor jetzt wieder in die Spur zurückfinden oder gebracht werden. Ja, die Frage ist, ob das so erstrebenswert ist, dass man sagt, wir wollen mit diesem Investor weitermachen. Mhm. Vielleicht könnte man auch tatsächlich mal überzeugen, dass er seine Anteile dann hergibt und dann schauen wir, wie es weitergeht. Das ist ja dann sehr ungewiss. Dann, ja. Da hat natürlich durch einen sportlichen Erfolg ein bisschen attraktiver werden, die ganze Geschichte, der ganze Verein. Also, wäre ja in seinem Sinne, dass das jetzt ein bisschen nach vorne geht. Dann kann er wahrscheinlich eher jemanden finden, der Interesse zu haben. Das ist ja in der Vergangenheit schon so gewesen, dass er immer nur das Nötigste gemacht hat und auch nicht richtig präsent war. Ich glaube, dass er letztes Jahr vielleicht eine Spur gesehen hat. Er war nicht einmal bei der Relegation dort, das haben wir persönlich immer diese. Ich habe mich schon gestummert dann. Und so wie es jetzt momentan läuft, mit seinen Facebook- und Twitter-Geschichten, also das ist, finde ich, dermaßen deplatziert. Also, das ist, mit dem, glaube ich, kann sich kein vernünftiger Fan mehr identifizieren. Erstens die Art und Weise, wie er das macht, und zweitens die Geschichten jetzt, redet er vom Stadionbau. Das Wasser steht uns bis zum Hals und werde ich vom Stadionbau mit blauer Sitze. Ja, dann hofft man, dass da jeder wieder irgendwo in die Realität zurückfindet, ja, auf welche Weise ja immer. Und dass das letztlich irgendwie zum Positiven für beide Seiten ausgeht. Anders kann man es ja nicht machen. Genau. Jetzt haben wir erstmal Nürnberg und Union weg und dann läuft's. Scheiß klar. Okay. Toni, merci. Alles klar. Zurück ins Funkhaus.